ich von mehreren Leuten schon gefragt worden bin, wie ich mit Affinity Photo arbeite und was man da alles mitmachen kann, werde ich das heute mal zeigen. Heute fange ich mit der Luminanz an, das war die Einfärben und auch Verblenden. Um nun aus diesem Bild die Luminanz zu bekommen, drücke ich die Taste STRG plus Alt und mit der linken Maustaste in dieses kleine Bild. Hierdurch erhalte ich jetzt die Luminanz, das sind die hellen und dunklen Bereiche. Daraus erstelle ich eine Maske, da klicke ich das Bild an und einmal die Maske hier unten. Wenn ihr jetzt diesen transparenten Hintergrund haben möchtet, geht ihr auf Dokumente, transparenter Hintergrund und klickt es an und ihr habt diesen transparenten Hintergrund. Wir heben jetzt die Auswahl auf, klicken die Maske kurz aus, hier oben wieder auf dieses kleine Bild und erstellen uns eine neue Pixelebene. Diese Pixelebene füllen wir uns mit dem Füllwerkzeug in einer roten Farbe. Wir nehmen die Maske und schieben die direkt in die Pixelebene. Die Maske wieder anstellen. Und hier sehen wir, welche Bereiche jetzt bearbeitet werden. Das sind die roten Bereiche hier. Wir nehmen die Deckkraft jetzt etwas runter. Das können wir je nach Geschmack machen. Und erhalten sofort einen neuen Bildlook. Das Bild vorher, das Bild nachher. Wir klicken auf die Maske. Wir machen eine Anpassung HSL. Hier können wir auch die Sättigung wieder verschieben. Und die Helligkeit. Und wir können auch die komplette Farbe ändern. Bild vorher, das Bild nachher. Wir löschen uns die Anpassung HSL. Die Pixelebene füllen wir uns jetzt mit schwarzer Farbe mit dem Füllwerkzeug. Jetzt verblenden wir die Ebene. Je nach Geschmack können wir das hier ändern. Ich gehe mal auf ineinander kopieren. Auch hier können wir wieder mit der Deckkraft spielen. Und auch hier erhalten wir sofort einen neuen Bildlook. Einmal das Bild vorher, das Bild nachher. Wir nehmen den Pinsel mit weißer Farbe und können jetzt uns den Weg hier zum Beispiel wieder mit der Farbe aus dem darunter liegenden Bild ändern. Um den Pinsel kleiner zu bekommen, drücken wir die Taste Alt GR 8 oder größer mit der Taste Alt GR 9. Schon haben wir ein komplett neues Bild. Das Bearbeiten mit dem Pinsel machen wir natürlich vernünftig, sauberer. Das hier ist ja nur zum Zeigen, was man damit machen kann.